Ja, guten Morgen. Heute mache ich es wirklich ganz kurz. Der eine und der andere hat vielleicht gestern einen Kommentar gelesen und ich bin jetzt wirklich entlarvt und entblößt und freigestellt. Also ich bin wirklich kein Akademiker und kein Intellektueller, weil alles, was ich von mir gebe, das ist wirklich die unterste Schublade. Und deswegen entschuldige mich bei dir, der sich daran stören und denen das einfach zu tief ist. Aber ich ersuche nochmal höflichst, bitte lass das einfach jetzt so. Aber ich habe ein bisschen schlau gemacht und lasse andere zu Wort kommen. Und dann habe ich keinen geringeren als den Heinrich Heine gefunden. Und der Heinrich Heine ist eigentlich eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Für manche wird er vielleicht da zu links oder zu rechts oder zu besoffen oder zu krank oder was weiß ich was sein. Auf jeden Fall, er hat etwas über die Tiroler geschrieben. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Also das ist nicht von mir, sondern von Heinrich Heine. Er ist einmal durch Tirol gereist, hat Reisebeschreibungen gemacht. Und eins von den ersten Kapiteln in seinen Reiseberichten ist eben über die Tiroler. Ob er jetzt so die Südtiroler oder Nordtiroler gemeint hat, müsste man ihn selber vielleicht fragen. Gut. Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse. Vielleicht, weil sie zu dumm sind, um krank zu sein zu können. Auch eine edle Rasse möchte ich sie nennen, weil sie sich in ihren Nahrungsmitteln sehr wählig und in ihren Gewöhnungen sehr reinlich zeigen. Nur fehlt ihnen ganz und gar das Gefühl von der Würde der Persönlichkeit. Ende vom Zitat. Bleibt wachsam und macht's gut.